Barsch. Oh, guter Barsch, guter Barsch. Ein richtig guter Barsch. Ja, geil. Geil. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin heute mal ganz alleine unterwegs. Sascha, dir gute Besserung, wenn du dieses Video siehst. Wirklich, mein Herz ist am Bluten, dass du nicht da bist. Sascha muss heute Morgen ganz früh wieder zurück in Richtung Frankfurt. Den geht's nicht gut. Ich drücke dir die Daumen, dass es wieder besser wird. Einen lieben Gruß für dich, mein Bester. Ja, und jetzt bin ich ganz alleine unterwegs. Ich bin mal gespannt, wie es klappt. Ich schnalle mir gleich die GoPro um, habe hier meine Kamera mit, habe ein kleines Stativ. Und ich versuche heute ein paar dicke Barsche zu fangen. Ob es klappt oder nicht, werdet ihr sehen. Seid nicht sauer, bleibt dran, wenn es ein bisschen wackelt und holterdiepolter ist. Ich habe mich noch nie ganz alleine gefilmt. Mal gucken, ob es klappt. Leute, drückt mir die Daumen. So Leute, ich bin am Start ganz alleine. Ich habe die GoPro startklar gemacht mit dem Mikro, damit ihr mich gut hört. Ich bin am Spot, jetzt mache ich das Boot startklar. Ruten raus, Köder raus. Ich werde heute versuchen mit Gummis, Jiggen, Twitchen, Gummis leiern, Twitchbaits, Jigspinner, einfach alles zu probieren. Ich hoffe, ich fange ein paar dicke Barsche. Hecht und Zander sage ich natürlich auch nicht nein und ich werde euch heute mal detailliert erklären, wie ich so vorgehe. Ja, seid mit dabei. Bleibt dran Leute, es wird spannend. Ich hoffe, es wird spannend. Bis gleich. So, ich bin am Spot auf jeden Fall angekommen, habe ich ja gerade gesagt. Jetzt mache ich erstmal meinen Garmin-Motor runter. Ist natürlich praktisch. Einmal dran ziehen, hoch. Da könnt ihr den schön ins Wasser gleiten lassen. Gurt beiseite. So. Und drin ist er. Motor angemacht. Los geht's. Der braucht jetzt kurz. Dann Kescherstarter, Abhackmatte mit Maßband. Kescher kommt bei mir immer über die Lampe. Dann haben wir Johnnys Rutenfach. Tada! Natürlich eine Menge an Auswahl. Ich werde erstmal fischen. Die Black Arrow werde ich fischen. Bis 18 Gramm. Mit der werde ich twitchen und jiggen. Und hier habe ich eine, die Valley Hunter, bis 14 Gramm. Die werde ich fürs Finesse-Angeln nehmen. Da seht ihr schon, Carolina Rig ist drauf mit einer Quaw. Ich werde heute beides machen. So, die legen wir jetzt hier hin. Obwohl, stellen wir sie lieber hier hoch. Also, Rettungsweste liegt hier im Boot, falls Sturm kommt. Jetzt sagt ihr, ja, warum hat er sie nicht an? Ich habe von der Firma UR Suit einen Floater an. Den seht ihr gleich oder müsst ihr darauf achten. Das heißt, ich könnte jetzt einfach ins Wasser springen und ich würde auf der Oberfläche treiben. Zählt auch als Rettungsweste oder wie auch immer man das sagt in den Niederlanden. Ja, ist jetzt ein bisschen chaotisch hier. Bin alleine. Allein. Hier haben wir meinen Plotter, mein 1223 GPS-Map. Hier haben wir das 8410 GPS-Map. Da seht ihr, ich bin recht ufernah. Da drüben am Ufer werde ich jetzt auch angeln. Ich bin extra noch nicht dran gefahren, weil ich auch nicht die Fische verscheuchen möchte. So, jetzt gehen wir mal auf Gezeiten. Ich habe jetzt bis 14 Uhr auf jeden Fall gute 3,5 Stunden Zeit, bis das Wasser unten ist. Dann wird es ein bisschen lau. Da werde ich ein kleines Päuschen machen und dann steigt es wieder. Ja, und ich werde so bis 17 Uhr, 18 Uhr, wenn es richtig knallt, hier bleiben. Und vielleicht gehe ich gleich noch eine Runde pelagisch an. Das müssen wir mal schauen. Aber den Plotter mache ich jetzt aus. Genau. Und jetzt mache ich die Köder startklar. Und die zeige ich euch gleich. Ja Leute, das sind die Baits, die ich heute fischen werde. Die Invader schätzt 8 cm am 7 Gramm Kopf. Dann haben wir 10er und 12er Lurjungs Köder am 7 Gramm Kopf. Den Shadow Web in der Farbe Blue Ghost. Und von der Firma Quantum, 4 Street, ein Twitchbait. Das kriegt ihr natürlich alles bei Tackle Deals heute. Nicht vergessen, supportet den Johnny. Schaut mal bei Tackle Deals vorbei, das ist mein neuer Sponsor.
wäre natürlich geil. Ja, haben wir hier so alles mögliche, Jigköpfe, Chatterbaits, hier seht ihr es. Haben wir einen ganzen Haufen Chatterbaits, die werde ich auch noch erfischen, Crankbaits, Halme etc., Jigspinner. Aber hiermit fange ich jetzt erstmal an. Ah ja, einen Jigspinner nehme ich hier mal raus. Die Farbe ist übrigens richtig geil. Den 10 Gramm. Der ist natürlich auch, ist ein mega geiles Dekor, Gold mit ein bisschen Orange, 10 Gramm. Kann ich schön das Flachwasser leiern, aber auch die Kante runter. Ja, und ich werde heute wahrscheinlich so auf einer Tiefe von 4 bis 1 Meter fischen. Ja, und hoffe natürlich einen dicken Barsch zu fangen, habe ich ja schon gesagt. Aber über einen fetten Hecht oder einen guten Zander, da sage ich natürlich auch nicht nein. Und jetzt würde ich sagen, let's fetz. Baits habe ich euch erklärt, jetzt geht's los, GoPro an und Feuer frei, würde ich sagen. Ja, wie ihr seht, 10 Meter haben wir. Jetzt fahre ich näher ans Ufer ran. Und dann anker ich immer ab und drifte teilweise mit dem E-Motor die 4 Meter Kante zum Ufer ab. Da stelle ich mich jetzt drauf. Da seht ihr es, da kommt die Kante schön. Und dann gehe ich jetzt recht nah ans Ufer, so auf 4 Meter, dass ich fast bis vor die Steine werfen kann. Und dann muss ich gucken, stehen sie flach? Stehen sie tief, wir haben leicht angetrübtes Wasser, bedeckter Himmel. Ich gehe davon aus, dass sie flach stehen werden. Wenn nicht später die Sonne rauskommen wird, dann werden sie wahrscheinlich eine Etage tiefer gehen. Aber jetzt seht ihr, da kommt die Kante. Und da stelle ich mich jetzt drauf, Leute. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. So, Licht runter. Dass die Akkus ein bisschen länger halten, nicht, dass ich gleich den Außenborder nicht starten kann. So, Ton an, falls die Familie anruft und Feuer frei, Jungs. Johnny ist heiß wie Frittenfett. So, das Geile ist natürlich an dem Motor. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Gestensteuerung. Schaut mal. Ja, macht er jetzt gerade nicht, warum, aber ich einen Anker gesetzt habe. Nee. Da seht ihr es. Kann ich den Motor natürlich über die Fernbedienung steuern. Macht es natürlich ein bisschen leichter. Ne? So, und da wollen wir jetzt dran ans Ufer. 5 Meter. Fahren wir jetzt mal ein bisschen rüber. So. Feuer frei. Ein bisschen näher noch. Klein bisschen. So, was sagt Echo? Ah, 3,5. Ja, jetzt bin ich schon einen Ticken zu nah. So schnell kann es gehen. So, 2,4. Noch ein bisschen zurück und da ruft schon der Erste an. David, Junge. David ruft an. David Weiland, ich habe jetzt keine Zeit, es tut mir leid. Ich muss dich lautlos stellen. So, jetzt ankern wir mal ab, Leute. So, und als Erstes Flugcarbon, eine Stahlspitze, ganz wichtig, weil hier ist auf jeden Fall mit Hecht zu rechnen. Und jetzt fange jetzt erstmal mit einem kleinen Mini-Critter an, den ich faulenze, jigge oder auch teilweise einfach durchleiern werde. Na? Bremse überprüfen, ein bisschen fester, nicht ganz fester. Wollen ja nicht, dass ich die Barsche verliere. So, und ich sag mal, Feuer frei da. Wäre natürlich herrlich, wenn ich jetzt auf den ersten Wurf einen drauf kriege. Auf jeden Fall sind da hinten auch schon Angler. Unter der Woche. So, ich werde jetzt nämlich so ein bisschen powerfischen an den Spots. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine Fische finde. So hat man natürlich mit so einem 7 Gramm Kopf eine ewige Absinkphase. Ewig lange.
Deswegen, jetzt müssen wir gucken, auf was ich die Fische kriege. Ich werde auch zwischendurch, weil der Wind nicht so hart ist, Driftangeln. Aber da gehen wir gleich mal drauf. Jetzt heißt es erstmal faulenzen, faulenzen, faulenzen. Und hoffen, den einen oder anderen Fisch drauf zu kriegen. Leute, es hat geklappt. Endlich entschneidert. Crazy Roach. Crazy Roach hat's gerichtet. Guckt mal euch an, was ein Moppel. Voll mit Pünktchen. Ein schöner Barsch. Voll mit Pünktchen. Wow, so 45 könnt ihr haben. Habe ich eine Scale gerade zur Hand? Nein, ich habe nur die Scale hier. Dann messen wir den mal schnell. Mal gucken, was er sagt. Die Scale sagt 46. 46er Barsch. GoPro ging gerade im Drill leer. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Ich muss ein bisschen Akku sparen. Aber da seht ihr es. Mega geiler Barsch, oder? Boah, mega geil. So, den releasen wir jetzt auch schnell. Der darf natürlich wieder in sein Element zurück. Der Pünktchenkollege, ja, es tut mir leid, ey. Ist natürlich gar nicht so geil, alleine zu filmen. GoPro leer, alles leer. Und da geht er ab. Da ist er weg. Oh, erste Barsch, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie anstrengend. Oh, das hier alleine. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Ich habe geworfen wie ein Weltmeister. Crazy Roach. Am 7 Gramm Kopf seht ihr schön, wie er durchschaut. Der hat es gerichtet. Bisschen verrutscht ist er jetzt. Vielleicht habe ich sie gefunden. Jetzt die GoPro-Kamera, die GoPro-Akku wieder wechseln. Und ich hoffe, ach, ich fange noch ein paar. Mega geil. Leute, fett! Da haben wir ihn. Da haben wir ihn, Leute. Da haben wir ihn. Nummer zwei. Jetzt, vielleicht habe ich sie gefunden. Aber der ist kleiner. Der ist kleiner. Der ist kleiner. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Oh, ein schöner. Ein schöner. Ein schöner. Ein schöner. Ein schöner. Komm her. Da ist er. Komm her. Komm, 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 komm. Oh, das ist natürlich wieder ein heikles Spiel hier. Da haben wir ihn, Leute. Da haben wir ihn, Nummer 2. Ja, könnte vielleicht 40 haben. Auch wieder auf den Crazy Roach, da seht ihr es. So, jetzt wechseln wir mal schnell die Kamera, dass ihr mich ganz seht. Leute, Nummer 2, ein bisschen kleiner, aber wieder auf den Crazy Roach. Auch perfekt. Boah, den habe ich aber auch einen verpasst. Perfekt gehakt. Guckt euch an. Super geiler Barsch. Den messen wir jetzt auch mal ganz kurz. Nur mal grob. So, hoppala, da habe ich euch weggehauen. Einmal drauf. Was hat er? 41. Nicht zusammengedrückte Flosse. 41, der darf zurück. Mega geiler Barsch, Leute. Mega geil. Crazy Roach liefert. Vielleicht habe ich es jetzt gefunden. Den releasen wir jetzt mal. Dann darf der Gute zurück in sein Element, Leute. Da geht er auch schon. Da will er auch schon weg. Geht er? Einer für die Pfanne? Oh no. Was ist mit ihnen los? Also ich angle hier auf 2 Meter. Komm, den holen wir uns mal wieder schnell. Was ist mit denen jetzt los? Ach, ist das eine... Ach, da schwimmt er schon weg. Ich hab schon gedacht,
Das wäre jetzt gewesen. Ich will gar keinen Barsch mitnehmen. Das ist mein Lieblingsfisch. Aber es klappt geil. Jetzt geht's weiter. Leute, ich stehe hier auf 2 Meter und da vorne geht's runter auf 4er. Mal gucken, ob wir noch einen hier wegkriegen. Kam jetzt innerhalb von 5 Minuten 2 Stück. Ich glaube 46 war der gerade. Ich habe schon wieder vergessen vor Aufregung. 45, 46 und 41. Mal gucken, ob ich noch einen kriege hier. Ach, es ist so anstrengend. 3:15, 2 Barsche, unglaublich. Boah, ist auf jeden Fall super anstrengend, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Richtig harte Angelei, schöner Ostwind, schön kalt. Ne, letzten Tage war es irgendwie zweistellig, 13 bis 15 Grad und heute haben wir 9 Grad. Es fing gestern an, da habe ich mir schon gedacht, ey, das wird eine ganz harte Nummer hier mit dem Ostwind. Ist ja immer so. Schön gefaulenzt heute. Also die kleben voll auf dem Boden. Die sind nicht aktiv, die Biester. Aber auch kein Hecht als Beifang, kein Zander als Beifang, ich verstehe es nicht. Aber Crazy Roach, anscheinend ist es die Farbe. Das waren noch meine einzigsten 2 Bisse, die ich hatte. Jetzt gehe ich ins Flachwasser, lasse mich treiben, Twitchbait, Gummis leiern, einfach alles und nix. Und guck mal, ob ich was kriege. Wow. Super anstrengender Tag. Da ist man oben im Delta, hat Ostwind und kriegt voll auf die Nase. Das ist unglaublich. So, jetzt lasse ich mich treiben und jetzt der Kevin, lieben Gruß nochmal am Kevin. Kevin meinte, Johnny, such Kraut. Und ich suche jetzt Kraut. Ich leier jetzt einen kleinen Gummi durch. Einmal das Boot schräg stellen. So, jetzt lasse ich mich immer hier schön durchs Flachwasser treiben. Und hoffe, dass ich Kraut finde. Vielleicht nehme ich auch mal ein Shatterbait. Und guck mal, ob ich noch was ans Band bekomme. Das ist schon Wahnsinn. Also ganz hart. Also Kumpels von mir sind auch hier. Bernd, lieben Gruß. Die haben irgendwie heute Morgen 3 Hechte gehabt. Und glaube ich einen Barsch oder so. Und den telefoniere ich die ganze Zeit immer wieder mal und die meinen auch eine richtig, richtig, richtig böse Durchstrecke gerade. Aber wir haben auch den niedrigsten Punkt, das ist natürlich auch echt der schlechteste Punkt. Ach, da war Kraut. So. Echt harte Angelei. Richtig, richtig hart. Unglaublich. Ich mache mir jetzt gleich einen ganz leichten Shatterbait dran und vielleicht wollen sie den ja so richtig durchgerappelt. Ja, da mein. Oh, ein Hecht. Da ist er, Leute. Kein Rieser, aber ein Hecht. Okay, Flachwasser bringt schon mal Fisch. Geil. Geil, geil. Schön auf den Crazy Roach wieder. Ne? Crazy Roach hat es wieder gerichtet. Crazy Roach hat's gerichtet. So. Crazy Roach hat's gerichtet. Crazy Roach hat's gerichtet. Kriegen wir ihn mit der Handlandung, brauche ich den nicht mit dem Kescher nehmen. Da haben wir ihn, Leute. Und Crazy Roach wieder. Crazy Roach. Crazy Roach, Leute. Crazy Roach. Schlank ist er. 75er. Könnte er haben. Ja, wird er auf jeden Fall haben.
Da darf es natürlich sofort wieder rein in sein Element. Dann wechseln wir doch mal. Gehen wir mal auf. Nehmen wir mal ein Chatterbait. Ein leichtes Chatterbait. Ah, hier mit so einem grünen Kopf. 10 Gramm, ideal. 10 Gramm, den kann ich schön langsam. Und als Trailer nehmen wir Red Ghost. So ein bisschen schockig mit einem Red Ghost als Trailer. Vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es. Oh, super. Jetzt noch die Räuber mitspielen. Ah, dann wäre es herrlich. Ja, Barsch. Oh, guter Barsch, guter Barsch. Ein richtig guter Barsch. Ja, geil. Geil. So, abankern. Zack, richtig guter Barsch, schöner Tock. Schöne Red Ghost. Mein Lieblings. Oh, das ist doch ein Hecht. Ah, nee, ist ein Barsch, er tockt zu viel. Aber manchmal die kleinen Hechte tocken genauso. Aber ich glaube, oh, das ist, glaube ich, ein richtig dicker Barsch, Leute. Oh, das ist, glaube ich, ein richtig guter Barsch. Könnte vom Gefühl her der größte sein. Oh, scheiße, Kescherstange. Kescher hängt überall fester. Oh, schnell Kurbel, noch Spannung halten. Na, gucken wir mal. Hier in Klaren sieht man schön. Oh, ein bisschen zu stark. Ah, das ist ein dicker Barsch, Leute. Das ist ein dicker Barsch. Ja! Yeah! Geil! Ein richtig dicker Barsch. Da kommt er hoch, da seht ihr ihn. Oh, guckt euch an, wie schön. Schöne rote Flossen, goldig. Geil. Ja, geil. Leute, geil. Richtig geil. Guckt euch an, was für Feuer. Rote Flossen. Mega geiler Barsch. Zack. Kevin, Baby. Suche das Kraut, Johnny, und du findest die Barsche, hat er mir gerade am Telefon gesagt. Lieben Gruß an Campino. Maschino, die alte Nervensäge. Kann auch nerven, der Typ, Leute. Ah, auch 46. 47, 48, ja. 46er Barsch. Der darf natürlich zurück. Mega geil, ne? Schöner Fisch. Ja, Leute. Hat ja gut geklappt in kürzester Zeit. Zwei gute Fische gefangen. So, für die Leute, die kein Chatterbait kennen. Ich dachte, ihr habt mich gehakt. Das ist ein sogenannter Chatterbait. Ihr seht, ihr habt vorne ein Plättchen. Es wird hier eingegangen und indem dir das, der auf Zug kommt, fängt er vorne an zu vibrieren so und erzeugt eine Druckwelle. So ein paar Skirted-Fransen sind auch immer ganz gut. Und als Trailer habe ich den Invader-Shed 8 cm genommen. Alles bei Tackle Deals erhältlich. Ich packe euch mal den Banner rein. Schaut mal nach. Chatterbaits 10 Gramm würde ich euch empfehlen. Kleine, ihr seht, der Haken sieht gigantisch aus, aber wenn man Hecht einsteigt oder ein anderer Fisch, dann braucht ihr einfach einen massiven Haken und da der durchs Wasser so ganz schnell läuft und ihr seht mit den Fransen, dann nehmen die den Haken gar nicht wahr, da braucht ihr gar keine Angst haben, das klappt super. Ja, jetzt probieren wir nochmal, dass ich nochmal einfange.
Leute, alles läuft schief. Die GoPro ist auch ausgegangen. Erst ruft Julian an, dann habe ich die GoPro ausgemacht und dann genau in den Augenblick kriege ich einen Biss. Jetzt habe ich hier einen richtig geilen Hecht. So, den holen wir jetzt mal. Und jetzt ging die GoPro noch im Drill aus. Kennt ihr das? Wenn es schief läuft, dann läuft es schief. Jetzt hält die Angelspitze im Kescher. Ach du Jemine. Aber Wet Ghost, Leute, Wet Ghost ist es. Komm her, Junge. Er hängt ganz knapp vorne. Da hat der Johnny ihn verhaftet. Da habe ich ihn verhaftet. Ach, Junge, jetzt wickelt er sich noch im Kescher ein, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Ah, hat sich alles vertüdelt hier im Kescher. So, jetzt haben wir ihn enttüttelt. Da haben wir ihn. Hier ist das Shutterbait wieder. Wieder Wet Ghost. Hier haben wir den Hecht, Leute. Ein schöner Hecht. Und der darf jetzt natürlich wieder rein. Und jetzt wechseln wir den Akku von der GoPro und dann geht's weiter. Ja, da hängt er. Da hängt er. Geil. Und der nächste Barsch, Leute. Und der nächste Barsch. Abankern. Ich habe zwar noch gerade gesagt, Green Pumpkin mit diesem kleinen Spinnerblatt. Ach, herrlich, oder? Das ist auf jeden Fall, obwohl das kann auch ein Hecht sein. Gerade hat er gebockt wie ein richtig dicker Barsch. Ach, es ist ein... Oh, es ist ein Hecht. Ja, es ist ein Hecht. Aber egal. Eine schöne Farbe da. Der Kollege. Eine schöne Farbe. So, den versuchen wir jetzt mal so abzuhaken. Den müssen wir nicht unbedingt rausholen, den kleinen. Jetzt hat er so knappe 60. Hallo, den kriegen wir wahrscheinlich auch so ab. Aber da sieht's hier, Green Pumpkin. Oh. So, da haben wir ihn. Mit einem kleinen Spinnerblatt. Der darf natürlich sofort wieder rein, der Kleine, ne? Green Pumpkin mit Spinnerblatt. Klappt mega gut. Ja, manchmal muss es gar kein großartiges Hokuspokus sein. Einfach ein 7 Gramm Kopf mit einem kleinen Spinnerblatt unten dran. Von unten reingedreht. Wichtig ist, wenn er so ist, darf er das Gummi nicht berühren, dass er schön arbeitet. Der dreht sich richtig um die eigene Achse. Ihr seht es, ganz stumpf durchgeleiert. Kein großes Hokuspokus. Manchmal ist einfach um weniger mehr
Und heute war es das bis jetzt auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen Gas geben und mal schauen, ob wir noch was kriegen, Leute. Ja, Leute, ey, Mist, ey. Gerade Julian angerufen, da ist mir ein dicker Barsch eingestiegen auf den Invader-Chat am Chatterbait und schwuppsdiwupps war er wieder weg. Ja, nochmal, sorry. Also ich gebe mein Bestes, hier alleine zu filmen. Es ist echt nicht easy. Ihr könnt ja meine Kommentare schreiben, falls euch dieses Video gefallen hat. Und ja, weil demnächst habe ich einfach mehr Zeit. Meine zwei Töchter aus der Vorehe ziehen jetzt bei mir ein. Da sind wir nämlich zu fünf zu Hause. Also fünf Kinder, meine Frau und ich. Der älteste Sohn ist gerade ausgezogen. Sechs sind es. Johnny hat sechs Kinder. Unglaublich, ne? Und dann habe ich eben unter der Woche, ja, also jede Woche einen YouTube-Tag könnte ich mir nehmen. Danke, Schatzi, dass du es mir erlaubst. Ich liebe dich. Und ja, aber da müsste ich mich zum größten Teil selbst filmen öfter. Ihr seht, ich habe auch Probleme mit der Belichtung. Gerade auch. Habe ich schön gegen die Sonne gefilmt. Ja, müsst ihr mir mal schreiben. Mehr Videos von Johnny alleine oder nicht? Und wenn ihr Nein schreibt, so dann, ja, dann gibt es eben weniger Videos und dann gehe ich mit dem Chrissy los. Und dann ist das eben, wie es ist. So, jetzt gibt der Johnny Gas. Ich habe jetzt nämlich noch Bock. Ich habe Blut geleckt, habe eine Ecke gefunden, wo immer wieder jetzt ein guter Fisch kam. Vielleicht gibt es ja noch einen Fuffi oder so. Das wäre natürlich herrlich. Da haben wir mit Daniel telefoniert und nochmal einen geilen Barsch überlistet. Schlank ist er. Und wieder ganz knapp vorne. Chatterbait, Red Ghost, da seht ihr ihn. Seht ihr den Köter, der den Red Ghost, dazu den passenden Barsch. Schlank ist er. Dann messen wir mal, ich bin neugierig. Einmal drauflegen hier. Grob. Was hat er? Ja, 40 nicht. 38. Grob gemessen. Der Gute darf jetzt wieder zurück. Geiler Barsch, Leute. Und da geht es wieder rein. Ab zu Mutti. Zack. Ja, Leute. Das war's. Ein harter Tag, die Mütze auf halb acht den ganzen Tag. Ich habe mich hier echt durchgekämpft. Das war richtig, richtig hartes Brot. Mann, ich kann froh sein, dass ich überhaupt ein paar Barsche und noch ein paar Hechte gekriegt habe. Es fing ja echt holperlich an. Viel gesucht, viel gemacht und getan. Ihr seht, man muss wirklich flexibel sein, alles Mögliche austesten. Und egal wie hart es ist, immer dranbleiben, dann kriegt ihr euren Fisch. Und ich sage immer, wenn ich losgehe, ich habe zum Beispiel heute mit den Pierre, falls du dieses Video siehst, du hast mir gerade bei Instagram geschrieben. Ich habe ihm gesagt, wenn ich einen Barsch, mein Ziel ist es, einen Barsch zu fangen, wenn ich einen fange, bin ich glücklich. Heute gab es ein paar und ein paar Hechte. Ich bin sehr, sehr glücklich, auch wenn es hart war und mein Rücken tut weh. Und ich sehe auch ziemlich müde aus. Ich war jetzt auch über, boah, ich glaube, 11 Tage am Stück angeln mit meinen Guiding-Touren. Und jetzt, Leute, geht's ab nach Hause zu meiner Familie. Aber fangen Leute, vergesst nicht bei Tackle-Deals reinzuschauen, wer Lust hat auf eine Guiding-Tour. Lange Wartezeiten bis 2025. Teilweise, wenn ihr Glück habt, erwischt ihr dieses Jahr noch einen Tag, dann meldet euch. Hauen Sie rein und vielen, vielen Dank, dabei zu sein.